Hey Leute und willkommen zurück zum Mount & Blade. Beim letzten Mal haben wir ja einige Feldschlachten gegen die Rodoks gewonnen. In der hier kann ich mich leider nicht einmischen. Weil die so ungünstig liegt, das glaubt er gar nicht. Ich komme immer noch an diese blöde Burg hier ran. Naja, dann müssen sie es alleine machen. Da gucke ich mal, was ich noch tun könnte. Das hier werden auch immer mehr. Ein Rodok-Fürst nach dem anderen wird gerade platt gemacht. Also die belagern hier garantiert so schnell nicht wieder was. Also vielleicht borgen die eh scheiße bemannt sind, ne? Mal ernsthaft, wir haben jetzt schon 5, 6 Fürsten, glaube ich, platt von denen. Also eine große Belagerung können sie dann nicht mehr machen. Wir hingegen schon. Weil die Fürsten stehen immer noch unter meinem Befehl und wenn die kleinen Schlachten hier vorbei sind, sammeln sie sich bestimmt auch wieder um mich. Was bedeutet, dann geht die Party wieder richtig los. Ach, du warst ein feindlicher Fürst, ne? Zack. Betonung liegt auf warst. Tötet sie endlich. Ihr braucht immer viel zu lange für sowas. Ihr seid sentimental, gibt's zu. Sentimentale Kinder seid ihr! Zack! Ah, vorbei. Ah, vorbei! Getroffen! Nochmal! So, jetzt doch wieder ein Nahkampf. Weg! Die Schnicks haben getroffen. Jetzt tut doch verdammt nochmal was. Klagos, jetzt mach was. Achso, wir haben schon gewonnen. Ja, dann. Ach ja. Wenn ihr da steht und auf Dank wartet, dann könnt ihr lange warten. Eure Hilfe war nicht unbedingt vonnöten. Mein Gott, ganz ruhig. Ich bin ein Freund, kein Feind. Und diese kleinen Schlachten bringen mir immer mehr qualifizierte Mitarbeiter ein. So wie sich das gehört. Hier noch ein paar Scharfschützen mit dazu. Die natürlich wieder zu Fußsoldaten, ne? So, die reiten jetzt alle hier mit rein. Dass die das alles dürfen und ich nicht, ey. Das ist so gemein. Kann eigentlich momentan auch nur... Ah, es geht weiter. Gut. So, jetzt gehen wir endlich mal unseren Plan hier an und reiten Richtung Jalen. Ich hätte nichts dagegen, eine weitere Stadt einzunehmen. Das wäre sogar recht schön. So eine Stadt fürs Reich. Da freuen wir uns. Mal gucken, ob wir Trosk von den Nutz zurückfordern können dann. Das wäre auch mal wieder eine Sache. Aber das ist schön, dass mir endlich mal Fürsten folgen hier. Das war ja bestialisch bisher, ne? Dass immer mal zwei, drei ankamen und direkt wieder abgehauen sind. Oh, willst du Ärger haben? Ah, der will sich verschanzen. Das ist nicht gut. Das sind 100 Verteidiger, die da mehr da sind. Da muss ich sehen, dass ich hinterherkomme und den platt mache. 359 gegen 105, das reicht mir erstmal vollkommen. Hauptsache, der erreicht mit seinen 100 Leuten die Stadtmauer nicht. Das wäre entsetzlich für uns. Das würde so viele Verluste mehr fordern. So ist das schon okay. Auf offenem Felde kein Problem. Das sind ja nur Rodoks. Und die paar Hügel hier, die sind auch noch wunderbares Gelände für meine Reiter. Hört auf damit! Ich habe euch nicht erlaubt, auf mich zu feuern! Dafür feuere ich euch! Gibt es keine Option, dass man feindselige NPCs ausstellen kann? Dann wäre das Spiel viel einfacher. Noch nicht so brutal, weil man nicht dauernd kämpfen müsste. Ah, ah, ah. Verschwindet! Aus dem Weg! Wuschti, wuschti! Ah!
Ah, verdammt. Hatatatata. Zack. Legolas-Style, oder was? So gehört sich das. Gesehen, abgedrückt, Kopfschuss. Und gleich nochmal. Ich werde langsam echt relativ gut mit dem Bogen. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, ich bleibe immer so scheiße, wie ich mal war. Weil langsam bekomme ich echt ein Gefühl für die Bogenwaffen. Aber ich werde niemals der perfekte Schütze sein. Also, das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das schaffe. Da bräuchte ich schon weitaus mehr Übung mit dem Bogen, ne? Jetzt tötet sie halt! Das sind nur 100 Leute! Haben wir die eigentlich schon platt? Na, die Hälfte. Da kommt jetzt aber auch nichts mehr. Das wird wieder ein Zwei-Wellen-Kampf. Lebt da noch ein Fürst da hinten irgendwo? Der mit dem Spackenhelm, hä? Der Spasti! Ah, der ist tot. Man soll nicht schlecht über Tote reden, Peter. Er war kein Spasti, er war anders. Mehr nicht. So, noch 46, ganz ruhig, Peter. Früher konntest du Zahlen mal lesen, ne? So ist das. Die meisten Leute kommen als Analphabeten zur Welt. Ich werde erst mit dem steigenden Alter Analphabet, ne? Besonders was Zahlen angeht. Oh, Entschuldigung. Jetzt treffe ich sogar schon auf die Entfernung. Doch, nee. Hey, bleib nicht immer stehen. So gehört sich das. Der Schützenpeter ist wieder in Action. Im Nahkampf trifft er wie immer nur Schilde oder gar nichts. Weg. Ah, neue Gegner, neue Gegner. Keine Chance habt ihr gegen uns. Ihr werdet die alle nicht erreichen. Ihr werdet die alle nicht warnen. Ihr werdet die alle nicht verstärken. Das sage ich euch. Ihr werdet zuschauen können, wie Jalen stirbt, wie Jalen untergeht, wie Jalen in unseren Besitz übergeht. Doch ihr werdet nichts unternehmen, um mich in irgendeiner Art und Weise in Schwierigkeiten zu bringen, ihr Schweinebacken. Ihr denkt auch, eine dicke Rüstung würde euch vor mir schützen, was? Kommt her, ich hau euch zu Klumpen! So, erledigt. Jetzt sind es nur noch die da vorn. Und das war's. Ah, so gehört sich das, so gehört sich das. Dann wollen wir nochmal schauen hier. Die Sache ist gegessen, sehr schön. Dann wollen wir jetzt nochmal ein wenig nachrüsten. Also ich würde sagen, für eine Belagerung ist mein Trupp momentan eigentlich relativ gut dabei. Boah, die Jalen ist echt gut bemannt. Aber mit Leitern, das wird eine schnelle Sache hier. Ein schnelles Heimspiel. Aber nichtsdestotrotz wird das eine harte Sache. 1, 2, 3, 4 Fürsten auf meiner Seite. Die anderen können mich alle nicht so unbedingt leiden. Geben wir unser Bestes. Du sollst nicht in die Hocke gehen. Wer war das? Ich zeig dich an! Du warst das bestimmt, hä? Kopfschuss, zack. Oh, das war daneben. Sowas aber auch. Ey, duck dich nicht weg. Boah, ich werde langsam echt hier ziemlich gut mit dem Bogen. Muss man sagen, ich werde langsam gut. Gib's zu, Leute, ich bin kein totaler Vollhorst mit dem Bogen. Ich weiß, was ich tue, ich krieg das hin. Kommt schon, Bauch miezelt mich. Ich brauche auch mal ein bisschen positives Feedback, damit ich funktioniere, ja? Müsst mir sagen, dass ich toll bin, sonst weine ich.
Oh, das war drüber. Darf man ein bisschen mitfeiern? So, die Bogenschützen dürfen ruhig jetzt auch angreifen kommen. Von den Türmen ist keine Gefahr mehr zu erwarten. Stattdessen von denen hier unten. Du oder ich, mein Kleiner. Und ich bin der Kopfschuss-King, ja? Ich bin echt der Kopfschuss-King. Ich leg hier einen Kopfschuss nach dem anderen hin. Was ist denn los mit mir? Oh, hier sind aber viele Ziele. Na, da feuer ich einfach mal grob rein. Muss man echt einfach... Ah, da sind Leute mit Schilden, das mag ich nicht. Bogenschützen mir nach. Hier gibt es doch bestimmt noch einen anderen Weg runter. Ah, da war ja noch wer. Ich wollte auf den auf der Treppe zielen. Schützen zu mir. Wir greifen von hier aus an, sage ich. Willst du dich mit mir anlegen? Hast du keine Ahnung, wer ich bin, oder was? Auf die Entfernung bin ich natürlich nicht mehr ganz so zielfreudig. Muss schneller gehen. Ihr müsst sofort herkommen. Ich brauche euch vor allem als Nahkämpfer. Ah, keine Munition mehr. Das dachte ich mir. Los, kommt her, Leute. Wir müssen uns hier sammeln. Ihr dürft übrigens jetzt wieder Schusswaffen benutzen, jetzt wo die ersten gleich da sind. Ihr seid nämlich mein Überfallkommando, damit ich nicht ganz alleine dastehe. So, Beschuss wieder einstellen. Während die Reiter von oben das Glück versuchen, hole ich mir hier nämlich ein paar Leute ran. Das wird gleich ein Nahkampf, sage ich euch. Bisschen sammeln, noch ein bisschen sammeln, sind wir genug. Das reicht fürs Erste. Zum Angriff. Vorwärts. Folgt eurem Lord Peter glorreich in den Nahkampf. Fernwaffen sind wieder erlaubt. Vorwärts. Fernwaffen sind doch nicht erlaubt. Wir müssen im Nahkampf vor. Die haben nämlich selber ziemlich viele Schützen. Vorwärts! Ach, du gehörst zu mir. Tut mir leid. Vorwärts! Verschwindet! Verreck! Stirb! Ich muss versuchen, die Leute hier aufzuhalten, damit meine nachrücken können, aber das läuft gerade alles andere als gut. Wer ist deine Ecke? Ah, Hund!
Nicht mit mir. Aus dem Weg. Push. Aber das war trotzdem eine gute Sache mit dem Nahkampf. Da haben wir verdammt viele jetzt platt gemacht. 190 tote Gegner. Langsam aber sicher rücken wir gut vor. Wir haben leider einige Verluste auch auf unserer Seite, aber es wird sich lohnen. Jalen hat sicherlich auch ziemlich viele hochrangige Gefangene. So, was jetzt? Wie sieht's aus? Da sind noch irgendwo Feinde unterwegs, habe ich gehört. Sind die denn echt da oben und nicht eher hier unten? Das war's! Mann, das war ja eine Schlacht. Heilige! So, das Herz der Stadt, vorwärts! Arbeiten wir uns immer weiter vor! Los, weiter! Noch wer? Irgendwo lebt hier noch eine Wache in der Stadt. Ich spüre es. Wo, wann, warum? Du steckst in der fucking Mauer! Stecktest. Haben wir gut gemacht, haben wir gut gemacht. Jetzt geht's aber weiter. Das Stadtzentrum ist euer, aber die verbleibenden Verteidiger haben sich in die Burg zurückgezogen. Sie muss fallen, bevor der Sieg wahrlich euer ist. Vorwärts! Das war's! Die Stadt ist ja mal sowas von in unserem Besitz, ey! Ah, haben wir gut gemacht. Ich schenke natürlich allen möglichen Leuten die Freiheit hier, Ehre und so. Jetzt kommt das, worauf ich mich die ganze Zeit schon freue hier. Ich habe noch auch da. Die Ritter lachen mich schon wieder an. Alles, was Swadisch ist, darf mit. Alles, was Swadisch ist, darf mit. Ich habe gesagt, darf mit. Verflucht nochmal. Hey, nein! Jetzt habe ich ganz fertig gesagt, oder was? Naja gut, das war jetzt nicht unbedingt so gut. Das war jetzt nicht unbedingt so gut. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Ich habe ja ein paar gute Truppen gekriegt. 120 habe ich wieder. Machen wir erstmal das. Dann hier noch ein paar Ritter. Ein paar Fußsoldaten. Schade, dass ich so viele Gefangene abgegeben habe. Ich hoffe, die konnten die jetzt nehmen. So, damit ist Jalen ebenfalls in unserem Besitz gerutscht. Das ist eine schöne Sache. Wir zeigen jetzt erstmal dem Norden, was Sache ist, und holen uns Etrost zurück. Das dürfte keine große Sache eigentlich sein. Die dürften da nur ein paar Männlein drin haben. Na, ist doch sogar noch ein Fürst mit dabei. Nicht mehr lange. Vielleicht kommt er ja freiwillig raus, wenn er sieht, was hier vor der Mauer lagert. Anscheinend nicht. Dann muss er es auf die harte Tour spüren. Die Schützen positionieren sich auf diesen Hügeln, bitte. Während die Infanterie möglichst weit weg von mir geht, wie ich hoffe. Weil ich bin ein bisschen allergisch auf eigene Leute in meiner Nähe. Das gibt nämlich immer Eigenabschüsse und... Ey, was war das? Aber du stehst ja auch günstig. Nee, hier eine Chance, den treffe ich nicht gegen Sonnenlicht. Ich treffe ja nicht mal den. Vorrücken schützen.
Hey, nicht den Kopf wegnehmen. Ich glaube, ich begebe mich jetzt auch mal in die Festung. Vorwärts! Gegen die Nahkämpfer! Lass sie nicht durch! Kommt schon, ihr seid Ritter! Zeigt, was ihr könnt! Das sind doch nur billige Gegner! Ich habe ein Problem. Ah, ich habe ein richtiges Problem, weil ich falle. Verdammt. Wieso bin ich abgestürzt? Da bin ich traurig jetzt. So. Und deshalb bauen wir Leitern und sehen uns beim nächsten Mal wieder. So, das habt ihr jetzt davon. Tschüss.